A 20 km orari in giro per l'Europa. Questo è il viaggio di Rudolf, ingegnere tedesco in pensione che dalla Germania è arrivato a Sanremo a bordo del suo trattore roulotte. 1500 km in solitudine e lentamente, per il puro piacere di viaggiare, conoscere nuovi posti e persone. Ich komme aus Baden-Baden in Germania und bin über Frankreich nach Südfrankreich gefahren. Ich war in Orange, in Avignon und bin in der Camargue gewesen und bin von dort aus Gorges du Verdon gefahren und dann habe ich meine Familie getroffen in Sainte-Maxime an der Côte d'Azur und von dort aus bin ich dann ja, bis nach Sanremo und die Zukunft wird sein, ich fahre jetzt dann morgen über Imperia Richtung Turin, Aostatal, zurück über den Genfer See, Basel wieder nach Hause und habe da circa noch 800-900 Kilometer jetzt zu fahren. Ja, es sind 1500 Kilometer gewesen von meinem Heimatort bis hierher. Und ich habe die Reiseart, den Traktor, gewählt, weil ich damit eine Möglichkeit habe, mit Menschen sehr gut in Kontakt zu kommen. Es ist eine Entschleunigung. Die Reisegeschwindigkeit ist maximal 20 Stundenkilometer, manchmal auch nur 4 Kilometer in der Stunde, wenn es die Berge hochgeht. Und ja, man kann entspannen, man kann entschleunigen, man kann in nette Gespräche kommen und das ist der Grund, warum ich mit dem Traktor unterwegs bin. L'idea è nata durante la sua infanzia e adolescenza, quando grazie allo zio e al nonno ha imparato a guidare il trattore. 6 anni fa ne ha acquistato uno e negli ultimi 2 anni ha costruito la sua roulotte di legno e super accessoriata. Unterwegs und habe einige Ideen gehabt, die habe ich mir dann einfach umgesetzt und verwirklicht. Ja, und wenn man dann so einen Anhänger hat, dann will man ihn auch benutzen und so ist die Idee entstanden, als meine Frau und meine Tochter sagte, sie machen Urlaub in Sainte-Maxime, habe ich gesagt, mit 14 Tagen an einem Stück, an einem Ort, ich komme euch besuchen und dann treffen wir uns zu Hause wieder, ja, und so bin ich dann unterwegs. Il piacere del viaggio e della lentezza, queste le cose che rendono questa esperienza affascinante, le motivazioni che hanno spinto Rudolf a partire, senza timori. Gut, wenn ich zu Hause losgefahren bin mit dem Traktor, war es mir von vornherein klar, dass ich alleine unterwegs bin. Ich bin alleine mit der Maschine, ich bin alleine mit der Technik, aber ich bin eigentlich nicht alleine mit dem Traktor unterwegs, weil ich komme mit so vielen Menschen in Kontakt, sei es bei einer kleinen Pause, sei es bei einem Kaffeebesuch, sei es ganz einfach auch auf der Landstraße, wo man sich grüßt, wo man ohne Worte miteinander ins Gespräch kommt. Und so muss ich sagen, habe ich bereits nach 2-3 Tagen das Gefühl gehabt, dass ich schon 3 Wochen unterwegs bin, dass ich total ausgeruht bin, dass ich entspannt bin. Und das ist ein Gefühl, ein Stück weit glücklich sein, ohne großen Aufwand. Und ja, diese Langsamkeit und dieses Entschleunigen, das ist das Geheimnis dabei. Man muss vielleicht der Typ dafür sein, aber ich glaube, ich bin's und mir macht's unheimlich Spaß. C'è stato un momento in cui durante il viaggio ho pensato che non fosse stata una grande idea? Da kann ich ganz klar sagen, dieser Gedanke ist mir nie gekommen, ganz im Gegenteil, es gehen jetzt schon Gedanken in meinem Kopf herum, was könnte ich nächstes Jahr mal machen und ich finde es so grandios, so unterwegs zu sein und habe so viel Freude dabei, nee, die Idee habe ich nie gehabt.